wir starten also als Reihe des Franchise-Universum-Podcasts, das neue Format des Impulsgespräches, nunmehr zum dritten Mal. Und ich sage hallo und herzlich willkommen an alle, die hier zuschauen, sei es jetzt direkt live oder im Nachgang in die Aufzeichnung reinschauen. Und heute sprechen wir zum zweiten Mal zum Thema Datenschutz und in einer fast ähnlichen Konstellation wie beim ersten Impulsgespräch überhaupt. Nur, dass unser Anwalt ein wenig Farbe verändert hat, zumindest Haarfarbe. Denn der Grisha Kehr, der beim letzten Mal hier von der gleichen Kanzlei im Boot war, der ist im wohlverdienten Urlaub gerade. Und stattdessen haben wir den Andreas Frings von der Kanzlei Bus Gießen ebenfalls hier mit an Bord. Also an der Stelle schon mal, Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei bist. Genauso auch an die beiden anderen, Matthias Dehe und Thorsten Welde. Wir fangen gleich mit einer sehr, sehr knappen Vorstellung vor, denn ein bisschen ausführlicher haben wir es beim letzten Mal ja gemacht. An der Stelle vielleicht starten wir mit dem Thema, erstmal sage ich also hallo auch im Podcast. Und zwar ist mein Name Steffen Kessler, ich bin Geschäftsführer des Franchise-Portal und ich helfe euch zu mehr Wachstum und zum partnerschaftlichen Erfolg. Und zwar indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchise-Partnern machen. Und in meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück teilen. So, und jetzt starten wir mit dem eigentlichen Thema Datenschutz und dem Gesprächspartnern hier. Matthias Dehe, Thorsten Welde, Andreas Frings. Wollt ihr so in 20, 30 Sekunden ganz kurz und knapp mal sagen, was bei euch Sache ist, dass ihr hier im Bereich Datenschutz wunderbar mitreden könnt? Matthias, magst du beginnen? Ja, gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Matthias Dehe. Ich bin externer Datenschutzbeauftragter für verschiedene Franchise-Geber und Franchise-Nehmer. Und natürlich auch andere Unternehmen, die gar nicht im Franchise-Markt aktiv sind. Das heißt, ich habe mich mit dem Thema sehr praxisorientiert auseinanderzusetzen, weil meine Kunden mich quasi jeden Tag anrufen oder anmailen und fragen, wie muss ich hiermit oder damit umgehen. Und das über ein ganz breites Spektrum von Dienstleistung, Handel, von Handwerk und Gastronomie und so weiter hinweg. Also sehr breites Wissen rund um das Thema externer Datenschutzbeauftragter und hoffe hier ein paar Praxisempfehlungen weitergeben zu können. Ja, Matthias, vielen Dank dafür, vor allem auch, weil du die Franchise-Seite aus allen Seiten kennst, nämlich als Franchise-Geber bzw. Geschäftsführer in der Systemzentrale in deiner Historie, als auch als Franchise-Nehmer und jetzt nun auch aus der Brille des externen Datenschutzbeauftragten. Du sagst immer, du bist der Datenschutzonkel von dem einen oder anderen Franchise-System. Also da können wir fürs heutige Thema, nämlich genau dem Zusammenspiel zwischen der Systemzentrale einerseits und den vielen Franchise-Gebern andererseits, was heute unser Schwerpunkt sein soll, glaube ich, viele Praxistipps von dir mit rausnehmen. Danke. Thorsten, du bist Onliner und auch ein Datenschutzonkel. Magst du dich kurz beschreiben? Wenn man das so nennen darf, ja. Ja, vielen Dank, Steffen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich natürlich. Ich bin Thorsten Welde und habe dieses Jahr, Anfang des Jahres, Digimojo gegründet. Das ist meine Firma, die sich in der Beratung von Unternehmen spezialisiert hat in puncto auf Datenschutz und Informationssicherheit zum einen und zum anderen, aber auch wenn es um das Thema Digitalisierungsstrategie und digitales Marketing oder auch sogenanntes Inbound-Marketing geht. Und in diesem Zuge ist dann natürlich mein Fokus dann auch bei meinen Mandanten, die ich dann als externer Datenschutzbeauftragter betreue, sehr bei, sagen wir mal, technologielastigen Unternehmen aus dem digitalen Umfeld so im weitesten Sinne angesiedelt und in diesem Kontext natürlich dann auch speziell bei Fragen rund um das Thema jetzt Vertrieb, Marketing, Business Development dann auch externe Einbindung von Leuten und solchen Themen. Mhm, da können wir, denke ich, in der Franchise-Wirtschaft auch gerade Marketing, Vertrieb uns viel bei dir abschauen. Ich freue mich schon auf deine Tipps. Und ja, last but not least, die Juristerei und der Datenschutz, das ist auch ein sehr, sehr miteinander verknüpftes Feld, denke ich. Andreas, ich freue mich, dass du dabei bist. Erzähl uns doch kurz, wie du mit Datenschutz als Anwalt zu tun hast.
Ja, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Andreas Frings, mein Name. Ich bin einer von vier Rechtsanwälten hier in dem Franchise-Team von Busse und Miessen. Wir haben uns auf die Franchise-Geber-Beratung spezialisiert. Das heißt, wir sind ausschließlich auf Seiten des Franchise-Gebers tätig und machen dort für unsere Mandanten aus den verschiedensten Bereichen der Franchise-Branche im Prinzip alles von der Markenanmeldung vom ersten Vertrag bis hin zu Auseinandersetzungen mit Franchise-Nehmern. Und im Rahmen dessen hatten wir natürlich zwangsläufig auch mit dem Datenschutzrecht zu tun oder haben mit dem Datenschutzrecht zu tun, weil an dem Thema kommt man nun eben derzeit als Franchisegeber nicht vorbei. Und so kam es, dass ich mich dann gemeinsam mit dem Kollegen Kehr, der das letzte Impulsgespräch gemacht hat, in die Thematik eben dann eingearbeitet habe. Und jetzt sind wir seit Anfang des Jahres schwerpunktmäßig auch in diesem Thema unterwegs. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also das ist eine Herausforderung, an der kaum ein Franchise-Geber oder eine Systemzentrale zusammen vorbeikommt und dementsprechend auch der ein oder andere Franchise-Nehmer nicht. Ich denke mir, das Thema Datenschutz war in den letzten Wochen bis zum 25. Mai insbesondere ja schon für alle in Anführungsstrichen normalen Unternehmen eine Herausforderung, die mit einem Büro und mehreren Mitarbeitern mit Datenkontakt zu tun haben und dann noch eine Zielgruppe als Endkunden haben. Und jetzt sprechen wir hier über die besondere Konstellation des Franchising, wo wir das Ganze ja nochmal ein wenig potenzieren. Mit der Systemzentrale im Zentrum und drumherum eine Vielzahl von selbstständigen Unternehmern und als Franchise-Partner eben. Und dann eben auch Vielzahl von Kunden zu den einzelnen Standorten gehören, wo der Franchise-Geber aber auch Informationen darüber haben möchte, um es auszuwerten im Zweifelsfall, wenn er denn darf. Und weiterhin dann auch noch das Thema der Franchise-Nehmer-Rekrutierung, also sprich auch da eine andere, weitere Zielgruppe, über die wir im letzten Impulsgespräch mit Datenschutzbezug gesprochen haben. Ja, also insofern denke ich, dass das doch ein wirklich großes Konstrukt im Franchising ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns dem heute widmen, in dem Zusammenspiel der Systemzentrale und mit vielen Franchise-Nehmern. Und die erste Frage, die richte ich an dich, Andreas, das ist nämlich so eine ganz zentrale, denke ich. Was muss die Zentrale tun im Datenschutz? Inwiefern haftet die Systemzentrale für das, was datenschutzrechtlich ihre Franchise-Partner machen, denn die sind ja selbstständige Unternehmer. Genau, also direkt schon mal mit der ersten Frage natürlich ein Riesenfass aufgemacht, aber zumindest mit dem zweiten Teil der Frage, nämlich wofür haftet denn am Ende der Franchise-Geber? Man muss vielleicht noch so ein bisschen differenzieren. Also erstmal der erste Teil der Frage war ja, was muss die Systemzentrale tun? Also erstens sollte mittlerweile vielleicht jeder bemerkt haben, dass es die Datenschutzgrundverordnung gibt und dass das Datenschutzrecht, das ja übrigens auch schon vor dem 25.05. galt, wenn auch mit anderen Sanktionen, jetzt angekommen ist, sodass man sich überlegen muss, welche Maßnahmen bestehen denn konkret. Und das zum einen die Frage, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Das kommen wir vielleicht ja nachher nochmal zu dem Thema. Aber das ist der eine Punkt. Und dann muss man sich ganz grundsätzlich fragen, welche Daten verarbeite ich denn überhaupt? Es erfordert schon einigen Aufwand, sich zunächst mal zu vergegenwärtigen, welche Datenströme gibt es eigentlich in meinem Unternehmen? Und nahezu alle Unternehmen müssen ein sogenanntes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen. Das heißt, man muss konkret auflisten, welche Daten verarbeite ich, wer sind die potenziellen Empfänger dieser Daten. Und man muss sich dann auch fragen, wann werden diese Daten gelöscht und welche technisch-organisatorischen Maßnahmen ergreife ich, um sie zu schützen. Und das ist ein Punkt, an dem jede Franchise-Systemzentrale jetzt ansetzen sollte, zu sagen, also das muss ich mir mal anschauen. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt, das hat zu Steffen gerade eben auch angedeutet, ist dann die Frage, wie schaut denn das aus mit der Haftung? Und da muss man dann wieder unterscheiden zwischen der Haftung gegenüber dem Franchise-Nehmer, denn unter Umständen bin ich ja sogar gegenüber dem Franchise-Nehmer verpflichtet, gewisse Datenschutzstandards einzuhalten. Und das andere ist natürlich die Frage Haftung für den Franchise-Geber. Das ist für den Franchise-Nehmer, Entschuldigung. Und da
fängt es an, spannend zu werden. Denn es ist ja so, dass die Haftungsfragen durch die Reform des Datenschutzrechts jetzt deutlich verschärft wurden. Das heißt, man muss mit Bußgeldern für Verstöße rechnen und es gibt eben die Verbandsklagebefugnis. Das heißt, es kann auch Verbraucherschutzverbände geben, die eben die Systemzentrale auf Unterlassen in Anspruch nehmen. Und da gibt es jetzt eine neue Regelung, nämlich dass es auch eine Haftung für Unternehmensgruppen gibt. Dieses Kriterium der Unternehmensgruppe ist noch nicht ganz eindeutig, aber jedenfalls muss man davon ausgehen, dass das Franchise-System als solches eine solche Unternehmensgruppe darstellt, jedenfalls dann, wenn es eine einheitliche Verarbeitung der Daten gibt. Okay, und eine einheitliche Verarbeitung der Daten ist dann sehr schnell gegeben, vermute ich mal, wenn es gemeinsame Tools gibt, die man gemeinsam nutzt, von CRM-Systemen über ähnliche Sachen, die insgesamt eingesetzt werden, um am Ende auch relevante Daten, KPIs herauszufiltern, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Du hast ja jetzt schon eine gewisse, man kann es fast Drohkulisse aufgebaut, indem du die Sanktionen erwähnt hast. Vielleicht mal an Thorsten, so wenn wir mit den Basics anfangen und wir wollen uns dafür einsetzen, dass wir keine Sanktionen zu befürchten haben. Aber wir haben uns mit dem ganzen Thema noch gar nicht beschäftigt. Jetzt erstmal ganz unabhängig davon, ob ein Franchise-System mit vielen Franchise-Partnern, mit wenig Franchise-Partnern oder ähnliches. Was sind so die ersten 2, 3 Schritte, um überhaupt sich vor diesem riesigen Berg ja nicht zu verstecken, sondern ihn anzugehen und den Anstieg in Angriff zu nehmen? Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, mal den ersten Schritt zu gehen und nicht nur den großen Berg zu sehen. Starten würde ich erfahrungsgemäß tatsächlich mal bei allen Themen, die nach außen gerichtet sind. Und da bietet sich natürlich erstmal ein Blick auf die Webseite an. Das ist natürlich dann also das Einfallstor Nummer 1. Und da explizit zum einen einen Blick darauf zu werfen, ist mein Impressum respektive vor allem auch die Datenschutzerklärung konform der DSGVO. Das heißt, ich habe umfangreiche Informationspflichten, sei es jetzt, dass ich die Betroffenen darüber aufklären müsse, welche Rechte sie haben, dass es ein Beschwerderecht gibt gegenüber der Aufsichtsbehörde, dass der Datenschutzbeauftragte, wenn einer benannt werden muss, dann hier auch entsprechende Kontaktdaten veröffentlicht wird und. Und dann geht es natürlich auch darum, dass ich zum Beispiel darüber aufkläre, was ich mit den Daten anfange, die auf meiner Webseite eingesammelt werden. Ja, und da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. Das ist dann zum Beispiel ein Kontaktformular, das zum Beispiel eine einfache eine Kontaktaufnahme ermöglicht. Eventuell sogar mit einer Registrierung für ein Portal, dann sieht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen umfangreicher aus, weil dann regelmäßig auch andere nachgelagerte Systeme, wie jetzt ein CRM-System, eingebunden sind. Und dann haben wir auch noch so ein großes Thema Cookies und vielleicht auch externe Aufrufe von irgendwelchen Skripten oder Diensten, wie jetzt Google Maps oder auch Google Fonts und solche Themen, die dann auch immer ganz gerne eingebunden sind. Das muss man natürlich zum einen anschauen, eventuell auch Änderungen vornehmen, sei es jetzt, dass zum Beispiel eventuell Fonts auch lokal geladen werden können. Das kann man umstellen. Da gehen auch so ein bisschen die Meinungen auseinander, was da jetzt noch berechtigtes Interesse des Unternehmers ist und was dann auch vielleicht ein übergelagertes Interesse des Betroffenen ist. Ja, okay. Du hast jetzt schon wieder ganz viele Punkte allein nur in dem kleinen Thema Website angesprochen. Hast du einen Link-Tipp, den wir dann in die Shownotes zum Beispiel packen können, um mal so einen Schritt für Schritt eine Art Mini-Checkliste oder Ähnliches mitzugeben, um überhaupt anfangen zu können? Ja, also da gibt es natürlich inzwischen schon sehr viele Materialien, die da zur Verfügung stehen. Ich kann da mal was zusammensuchen, dass wir was da reinstellen. Ja, ja, das wäre super.
Okay, danke. Matthias, du bezeichnest dich selber als Datenschutzonkel von diversen Franchise-Systemen. Das heißt also, du bist der externe Datenschutzbeauftragte und hast als Mandanten Franchise-Systeme unterschiedlicher Couleur. Was sind so aus deiner Sicht die Top 3 Herausforderungen, die ein Franchise-System jetzt gerade zu bewältigen hat? Im Zusammenspiel zwischen der Systemzentrale und den Franchise-Partnern. Was sind so typische Fragestellungen, die dir begegnen, ganz speziell im Franchising? Also das ist ein ganz, ganz breites Gebiet, aber ich versuche es mal auf ein paar wenige zu fokussieren. Also das eine Thema ist natürlich, wer braucht den Datenschutzbeauftragten, also nur die Systemzentrale oder auch die Franchise-Nehmer selber? Macht es vielleicht Sinn, für die ganze Unternehmensgruppe einen Unternehmensgruppendatenschutzbeauftragten gemeinsam zu benennen und zu etablieren? Das ist eine Fragestellung, das hängt davon ab, wie weit die Systemzentrale möchte, dass es auch ein einheitliches Datenschutzkonzept in ihrem System gibt. Also die strengeren Systeme tendieren eher dazu, sowas haben zu wollen, die eher so mit laissez-faire, basisdemokratisch arbeiten, die sagen, nee, lass das mal die Franchise-Nehmer selber machen. Also das ist so eine der Fragen, die geklärt werden muss. Das zweite große Themenfeld ist die Frage, wie die Daten, die in so einem System entstehen, wie die genutzt werden. Also es ist ja häufig so, dass auf der Franchise-Nehmer-Ebene die Endkundendaten entstehen und zunächst mal auch vom Franchise-Nehmer verarbeitet werden. Dann aber die Systemzentrale da auch gerne mit drauf guckt, um zum Beispiel Performances zu messen oder Benchmarks zu bilden oder auch Systemweiterentwicklung zu betreiben, Qualitätssicherung zu betreiben. Und das ist ein sehr spannendes Thema, das also datenschutzrechtlich nicht ganz unkompliziert ist, denn der Endkunde, der hat zwar sicherlich eingewilligt, dass für seine Vertragserfüllung der Franchise-Nehmer mit seinen personenbezogenen Daten arbeiten darf, aber inwieweit da eine dahinterliegende Systemzentrale ganz andere Dinge mit diesen Daten auch noch anstellen darf, damit hat der Endkunde erstmal gar nichts zu tun. Das heißt also, damit das datenschutzrechtlich zulässig passieren darf, brauchst du da eine gewisse Vertragskonstruktion und die ist eben im Detail dann ein bisschen knifflig. Das dritte Thema ist, dass im Datenschutz häufig vergessen geht, dass quasi der Franchise-Nehmer ist gegenüber den Endkunden der Verantwortliche und gegenüber seinen Mitarbeitern, ne, jeder Franchise-Nehmer für sich. Die Systemzentrale ist eben auch für ihre Mitarbeiter zuständig und auch für die Franchise-Nehmer. Das heißt also, das Thema, wie groß ist die Datenschutzwolke, um die man sich kümmern muss, die ist natürlich von System zu System sehr unterschiedlich. Und bei dem Thema, ich mache jetzt mal einem praktischen Beispiel, wenn ich jetzt ein System wäre, das zum Beispiel einen Franchise-Nehmer hat, der eher ein kleines Geschäft hat mit 2-3 Mitarbeitern, dann wäre so ein Franchise-Nehmer gerne auch aus dem Thema Datenschutzbeauftragter raus, weil er hat noch keine 10 Leute und unterhalb der 10-Personen-Grenze muss eben kein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Aber wenn ich jetzt ein Multi-Unit-System hätte oder so ein Multi-Unit-Franchise-Nehmer auf einmal auftaucht, dann ändert sich die Sachlage, weil der einzelne Franchise-Nehmer als Person ist eben der Franchise-Nehmer, hat dann vielleicht 3 oder 4 Geschäfte mit jeweils nur 3 Leuten und dann ist er auf einmal sehr schnell über dieser 10-Personen, über 9-Personen-Grenze weg, also hat seine 10 Personen und dann braucht er eben einen Datenschutzbeauftragten. Und diejenigen, die dann eben in dieser Grenze so unterwegs sind, da wird dann häufig überlegt, wie komme ich da an dieser Bestellung darum herum, weil man denkt im System, naja, wenn ich keinen Datenschutzbeauftragten brauche, dann brauche ich mich auch nicht so sehr an Datenschutz zu halten. Und das ist natürlich der ganz generelle Irrglaube. Das heißt, du musst dich einfach an die Regeln halten. Also hier der Thorsten hat es ja eben schon gesagt, du musst alles Mögliche prüfen. Und wie willst du als Otto-Normalverbraucher wissen, wie du überhaupt deine Datenschutzerklärung prüfen willst? Du bist dafür verantwortlich und brauchst natürlich irgendwie Fachwissen. Und deswegen würde ich auch als einen ersten Schritt empfehlen, das ist mein letzter Satz dazu, überhaupt erstmal so eine Art Datenschutzexpertise aufzubauen im Franchise-System. Das heißt, da muss irgendwie so eine kleine Projektgruppe gebildet werden, wo ein interner oder ein Berater oder gemeinsam überhaupt mal das Know-how zusammensammeln, was alles notwendig ist, um diese ganzen Prüftätigkeiten und Dokumentationstätigkeiten auch passend zu machen. Also diese Gruppe, diese Datenschutzprojektgruppe
Wer die noch nicht hat, wäre das also mal ganz wichtig, die auf jeden Fall jetzt schnellstmöglich zu etablieren, um überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Okay, das nehmen wir als allererstes großes Learning schon mal mit. Also wir haben schon mehrere Learnings. Erstens, man muss sich drum kümmern, man kommt nicht drum rum. Zweitens, auch wenn man keinen Datenschutzbeauftragten, keinen externen benötigt, sollte man sich trotzdem an die Regeln halten, sonst greifen nämlich die Sanktionen, von denen der Andreas eben sprach. Und drittens, im praktischen Doing empfiehlt es sich, eine Projektgruppe ins Leben zu rufen, die sich dieser Thematik annimmt und das Ganze vorantreibt. Wir haben eine ganz konkrete Frage auch gekriegt im Vorfeld, als wir es angekündigt haben. Und an der Stelle vielleicht auch der Hinweis an alle, die jetzt über Facebook live zuschauen, dass es möglich ist, hier Kommentare abzugeben in Facebook. Und schmeißt dort gerne eure Fragen rein, so wie die nächste, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, um das einfach eine Diskussion voranzutreiben und eine Antwort im besten Fall ganz konkret auf diese Frage zu erhalten von unseren drei Experten hier. Also einfach Kommentarfunktion in Facebook und dann lassen wir das hier mit einfließen. Über Xing hat mich im Vorfeld die Frage erreicht, eine sehr umfangreiche Frage im Grunde, die wir in drei Teile aufteilen können. Und den ersten Teil, nämlich welcher Franchise-Partner eines Franchise-Systems braucht überhaupt einen externen Datenschutzbeauftragten. Den Teil haben wir gerade im Grunde schon ein wenig angerissen, aber Thorsten, du kannst es vielleicht nochmal zusammenfassen. Wir hörten gerade etwas von neun Mitarbeitern, die mit Daten in Berührung kommen. Gibt es weitere Kriterien? Zumindest sollte dann die Datenverarbeitung in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ein Unternehmen, das heutzutage einigermaßen digital arbeitet und zum Beispiel E-Mail einsetzt, was ja nicht ganz so unüblich ist, dann kommen wir da eigentlich schon immer in diesen Bereich dann. Ne? Weil in jeder E-Mail in der Regel auch Daten zu finden sind, ja. Ne? Und wenn es nur die Signatur ist. Das muss man sich eigentlich mal wirklich bewusst machen, selbst wenn man sagt, ich habe nichts mit Daten zu tun, ich weiß nicht. Ich baue einfach nur Heizungen in Heizungskeller ein. Drumherum sind dann doch viele Daten, die ganz unbewusst dann doch anfallen. Ne? Wenn das nur die normalen Kundendaten aller Anschrift und Geburtsdatum sind. Die Frage hier geht noch weiter, nämlich, dass sich viele Franchise-Systeme fragen, ob sie möglicherweise einen externen Datenschutzbeauftragten brauchen, obwohl sie weniger als diese 9 besagten Mitarbeiter mit Datenkontakt haben. Und zwar spricht hier der Fragesteller von der Datenschutzfolgeabschätzung, kurz DSFA, und fragt nach der Auslegung des Paragraph 38 Absatz 1 Satz 2 im BDSG 2018. Andreas, das klingt so, als könnte das dein Thema sein, wenn er hier schon von Paragraphen und Absätzen spricht. Was hat es mit der Datenschutzfolgenabschätzung auf sich und inwiefern könnte das für Franchise-Nehmer relevant sein? Genau, vielleicht ganz kurz noch zu dem ersten Teil deiner Frage, nämlich kann es sein, dass ich mit weniger als 10 Arbeitnehmern oder 10 Personen, muss man ja sagen, denn unter Umständen, wenn der Franchise-Nehmer selbst auch Daten verarbeitet, dann könnte er in diese Personenzahl einzurechnen sein. Jetzt die Frage, kann es sein, dass man zwar diese Schwelle von 9 Personen nicht überschreitet, aber trotzdem einen Datenschutzbeauftragten benötigt? Da muss man sagen, ja. Insbesondere dann, wenn man ständig mit besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten zu tun hat. Das sind ganz besonders eben die Gesundheitsdaten, aber auch Daten der rassischen oder ethnischen Herkunft, also die besonders sensiblen Daten. Wer ständig in größerem Umfang mit diesen Daten zu tun hat, diese Daten verarbeitet, der benötigt einen Datenschutzbeauftragten auch schon dann, wenn er diese Schwelle von 9 Personen nicht überschreitet. Das sozusagen als Ergänzung dann zu dem ersten Aspekt, also weil man muss sagen, wahrscheinlich am häufigsten, ganz allgemein gesehen, ist eben diese Überschreitung der 9 Personen, dann kommt es auf die Art der Daten schon gar nicht mehr an. Und da sind wir wirklich, wie wir schon gesagt haben, bei der bloßen E-Mail oder auch natürlich das, wenn man jemanden hat, der für das Personal ständig zuständig ist,
der ist natürlich auch dann mit Datenverarbeitung beschäftigt und all solche Dinge. Also letztlich kann man sagen, jeder, der den Großteil seiner Tätigkeit am PC verbringt, wird wohl ständig mit Datenverarbeitung in Kontakt sein. Aber eben diese 9-Personen-Schwelle ist nicht alles, sondern darunter auch, wenn man mit besonders sensiblen Daten ständig in größerem Umfang zu tun hat. Das ist zum einen Teil der Frage. Und das andere ist jetzt die Datenschutzfolgen Abschätzung. Das ist ein besonderes Instrument letztlich für besonders risikoreiche Daten. Das heißt, in dem Fall muss man sich in ganz besonderer Weise damit auseinandersetzen, wie die Daten geschützt sind. Ich persönlich meine, dass das jetzt aus Sicht des Franchise-Nehmers eher ein Randphänomen ist, nämlich für die Fälle, die wirklich in großem Umfang mit personenbezogenen Daten beschäftigt sind. Das kann durchaus vorkommen. Ich meine aber, dass es dann eher eine Frage des Franchise-Gebers ist, das System so aufzustellen, dass eben diese Aspekte mit berücksichtigt sind. Ja, okay. Der dritte Teil der Frage, der nimmt daran im Grunde dann, knüpft daran an und sagt, dass die Aufsichtsbehörden gewisse Listen noch ins Leben rufen wollte zu dem Zeitpunkt, als uns die Frage erreicht hat. Und die Art und Weise, wie ich die Frage jetzt weitergebe, impliziert schon, dass ich von Matthias eine Antwort in Bezug auf solche Listen erhalten habe. Da hat sich etwas getan. Matthias, magst du noch mal kurz erläutern, was es mit dieser angefragten Liste auf sich hat und ob und wo man diese Liste findet oder Listen? Ja. Bevor ich die Frage beantworte, noch eine kleine Ergänzung. Du betonst regelmäßig immer das Wort externer Datenschutzbeauftragter. Das möchte ich nochmal ein bisschen klarer formulieren. Der Datenschutzgrundverordnung ist es im Prinzip egal, ob es ein externer oder interner Datenschutzbeauftragter ist. Es muss nur ein Datenschutzbeauftragter her. Das heißt also, jede Form des Datenschutzbeauftragten, extern oder intern, ist okay. Der Interne muss halt erstmal die Fachkunde kriegen. Der Externe ist out of the box handlungsfähig. Deswegen, also Externe ist, glaube ich, aktuell, wenn er sich noch nicht damit beschäftigt hat, die einzige gangbare Lösung. Aber theoretisch, wenn jemand einen Internen hat, gilt das alles natürlich ganz genauso. Zu der Frage mit den Listen. Ja, also die Datenschutzgrundverordnung hat tatsächlich im Bereich der Datenschutzfolgeabschätzung, das ist quasi so eine Art Frühwarnsystem des Datenschutzes. Das heißt, wenn ein Unternehmer sagt, ich habe da eine tolle Idee, ich möchte da was Neues einführen im Unternehmen, dann gibt es eben Bereiche, wo das nicht so einfach geht, wo der Gesetzgeber sagt, nee, das ist zu riskant, da werden Daten auf eine Art verarbeitet, da muss vorher geprüft werden, ob das datenschutzkompatibel ist. Und deswegen muss die Folgenabschätzung, was passiert, wenn ein solcher Prozess umgesetzt wird im Unternehmen, der muss eben vorher geprüft werden. Und das ist diese Datenschutzfolgeabschätzung. So, und damit, und das wollte der Gesetzgeber einfach machen, hat dann gedacht, naja, wir werden als Behörden, werden wir Listen aufstellen, sogenannte Positivlisten, wo wir draufschreiben, alle Prozesse, die zum Beispiel das Scoring, das Targeting, solche Stichworte. Wenn solche Prozesse anfallen, dann werden wir um eine Datenschutzfolgeabschätzung nicht drumherum kommen im Unternehmen. Das heißt, wenn der Unternehmer sich diese Positivliste anschaut und guckt die Liste runter, dann wird er vielleicht lesen, ach Mensch, dieser Prozess, der in der Liste drin steht, den hatte ich auch vorzumachen. Also muss ich jetzt als allererstes eine Datenschutzfolgeabschätzung strukturiert abarbeiten. Das ist die Theorie der Liste. Die Praxis der Liste, es gibt nicht die Liste, sondern wir haben 16 Landesdatenschutzbeauftragte, die für 16 Bundesländer für deren Unternehmen zuständig sind. Und 16 Bundesländer haben leider noch nicht alle, aber einige davon, mittlerweile jeweils ihre eigene Liste herausgebracht. Und es ist nicht so, dass auf jeder Liste das Gleiche draufstehen würde. Das heißt also, es muss jetzt quasi jeder Unternehmer, jeder Franchisegeber, der in seinem Bundesland ist, muss in seinem Bundesland auf diese Liste drauf gucken. Und deswegen gibt es quasi mittlerweile mehrere Websites oder mehrere Links, auf denen man quasi eine Art Verteilerliste, ein Inhaltsverzeichnis dieser Listen sich anschauen kann und von dort aus dann in diese Liste hineinhüpfen kann, per Link, die für das Bundesland zuständig ist. Die hatte ich dir auch im Vorfeld hier schon zugeschickt und die könntest du ja dann quasi veröffentlichen. Gibt es mehrere Anbieter,
Also generell ist einfach so, muss man wissen als Unternehmer, der sich mit so einer Liste die Arbeit ein bisschen erleichtern möchte. Er muss darauf achten, dass es die Liste seines Bundeslandes ist, denn dummerweise sind die Listen nicht bundesweit oder europaweit vereinheitlicht, sondern tatsächlich nur landesweit. Es wäre auch zu einfach, wenn das alles einheitlich wäre. So ist es. Wir werden diesen Link oder ich werde diesen Link in die Shownotes packen. In dem Moment, wo wir dieses Video hier, die Aufzeichnung oder auch die Podcast-Episode rein über die Tonspur veröffentlichen, werdet ihr dann in den entsprechenden Shownotes unten drunter den Link dazu finden, um zu schauen, ob in eurem Bundesland der Datenschutz Mensch im Hintergrund schon fleißig war und die entsprechende Liste ins Leben gerufen hat. Eine Folgefrage habe ich noch, Matthias, an dich, denn du bist im Franchising intensiv unterwegs als externer Datenschutzbeauftragter. Und eine Frage, die eben auch schon kurz angeklungen ist, wie ist das denn bei solchen Filialsystemen oder auch so Unternehmensgruppen, heißt es, glaube ich, im juristischen Jargon, mit vielen einzelnen Standorten, im Franchise-Fall sogar mit einzelnen Unternehmern dahinter, können die alle auf den gleichen Datenschutzbeauftragten zurückgreifen oder gibt es dort Probleme wegen diverser Interessenskonflikte? Nein, also früher war das nicht möglich, also vor dem 25.05. An der Stelle ist eine der wenigen Momente, wo tatsächlich die DSGVO was Positives gebracht hat. Sie hat nämlich tatsächlich das, was früher in Konzernen der Horror war, dass quasi jede einzelne kleine Konzerngesellschaft ihren eigenen Datenschutzbeauftragten benennen musste. Dieses Thema ist in der DSGVO anders geregelt worden. Dort ist ein eigener Paragraph eingeführt worden, dass ein Konzern oder eine Unternehmensgruppe einen gemeinsamen Unternehmensgruppen-Datenschutzbeauftragten benennen darf. Das heißt dann, dass quasi unter einer gemeinsamen Hoheit der Datenschutz, das Datenschutzkonzept, die Datenschutzdokumentation erstellt wird und überwacht wird und die Schulungen vorgenommen werden, dass jedes einzelne Unternehmen, also in dem Fall, in dem Bild, jeder Franchise-Nehmer, der mitmachen möchte, es muss nicht, es gibt kein Schwarz oder Weiß, ne? Also in jedem Franchise-System kann ein Unternehmensgruppen-Datenschutzbeauftragter auch nur sagen, ich biete es mal an und wer mitmacht, der macht mit bei der Unternehmensgruppe und die anderen eben nicht, die müssen sich dann selber kümmern. Aber generell kann diese Gruppe quasi über das gesamte Franchise-System hinweg gebildet werden. Und nach derzeit mir vorliegender Mehrheitsmeinung ist es auch nicht unzulässig, wenn der Datenschutzbeauftragte sowohl den Geber als auch den Nehmer datenschutzrechtlich vertritt. Denn eigentlich ist er ja nur derjenige, der versucht, ein gemeinsames Rechtsinteresse in allen Strukturebenen zu implementieren. Das heißt also, aus der Sicht der Behörden ist so eine Konstellation eher positiv zu werten, weil der Datenschutzbeauftragte wird ja jetzt nicht quasi für den Geber ein anderes Datenschutzrecht zur Anwendung bringen als für den Nehmer. Sondern er wird versuchen, beiden klarzumachen, was sie auf ihrer Hierarchieebene für den Datenschutz tun können. Und verantwortet das sozusagen, also die Beratungsleistung auf beiden Ebenen dann, damit das gesamte Datenschutzpaket in der Franchise-Unternehmung eben auf allen Ebenen datenschutzkompatibel bleibt. Also es ist sozusagen durchaus möglich, über die komplette Gruppe hinweg einen Beauftragten zu benennen. Die Grenze, um die noch kurz abschließend zu benennen, ist letztendlich die Landesgrenze, also Deutschland, um es mal konkret zu sagen. Es ist nicht möglich, einen deutschen Datenschutzbeauftragten in einem System zu benennen, der dann auch Österreich und die Schweiz abdecken könnte. Denn wir haben eben nicht nur die Datenschutzgrundverordnung EU-weit, sondern darunter liegen ja die nationalen Datenschutzgesetzgebungen. Und ein deutscher Datenschutzbeauftragter kann in der Regel nicht gleichzeitig auch das österreichische Landesdatenrecht und das Luxemburger Landesdatenrecht, französisches Landesdatenrecht, das kann er nicht gleichzeitig kennen. Und deswegen braucht quasi ein nationenübergreifendes Franchise-System dann quasi zumindest einen pro Nation. In aller Kürze beschrieben, so rein aus der Praxis heraus, wie funktioniert dann so eine Zusammenarbeit, wenn du jetzt in einem Franchise-System als Datenschutzbeauftragter reinkommst, du sprichst mit der Systemzentrale und hast dann noch mehrere hundert Franchise-Partner. Fährst du jetzt erstmal 300 Tage im Jahr durchs Land, um mit jedem einzelnen Franchise-Partner zu sprechen, ein Audit zu machen oder wie läuft das ganz praktisch ab?
Es läuft eher andersrum. Das heißt, die Systemzentrale organisiert in der Regel im Rahmen ihrer Jahrestagungen oder ERFA-Tagungen oder ERFA-Kreise, je nachdem, wie es genannt wird, informieren die zum Thema Datenschutz, haben sich in der Regel vorher mit mir schon über deren eigene Belange sozusagen schlau gemacht und bieten dann quasi ein Referat, ein Workshop an im Rahmen des ERFA-Tages. Da sitzen dann eben, also ich bin diese Woche, letzte Woche schon bei einem großen System gewesen, da saßen dann 100 Franchise-Nehmer im Saal und hören mir andächtig zu, was ich da tolle Sachen erzähle und machen sich anschließend Gedanken darüber, ob sie da dann sagen, das mache ich selber oder das lasse ich lieber einen externen Datenonkel machen. Aber im Prinzip läuft die erste Initialzündung immer über so eine Art Referat, Vortrag, Workshop. Und danach, wenn es zu Einzelbeauftragungen kommt, ist es im Prinzip immer das gleiche Drehbuch. Das dauert dann, das geht dann sehr schnell und man muss nicht als allererstes überall hinreisen, denn das Geschäftsmodell ist ja über die Systemzentrale sowieso schon bekannt. Ja, okay. Ich bin mir sicher, es ist der begeisterndste Vortrag des ganzen Tages, so ein Datenschutzthema. Es ist manchmal nicht einfach, den Leuten zu erklären, dass ich nur der Überbringer der Botschaft bin und nicht der Herausgeber. Du weißt, was früher passiert ist mit den Menschen, ne? Die solche Botschaften genau. Wir haben eine Frage von Jens gerade hier reingekriegt, live. Und zwar fragt er, wir stellen als System derzeit unseren Franchise-Partnern keine einheitlichen Datenschutzerklärungen zur Verfügung. Reicht es, wenn die Franchise-Partner, Klammer auf, ohne eigene Website, Klammer zu, datenschutzrelevante Hinweise zum Umgang mit allgemein personenbezogenen Daten in ihre allgemeinen Vertragsbedingungen wie AGBs etc. einbauen? Oder ist es ratsam, dass wir den Kunden eine separate Datenschutzerklärung zusätzlich zum Vertrag zur Verfügung stellen? Hat da einer von euch so eine Antwort parat oder war es zu umfangreich als Frage? Nee, wahrscheinlich muss man mit der klassischen Juristenantwort kommen, nämlich das kommt drauf an. Genau. Nee, man muss natürlich ein bisschen unterscheiden jetzt. Also der erste Teil der Frage, wenn ich es richtig erfasst habe, war, also wir stellen den Franchise-Nehmern keine Formulare zur Verfügung. Ist das richtig? Das war so der erste Teil. Genau. Da kann man sich ja schon die Frage stellen, ist das denn so? Ist das so richtig? Und natürlich kann man sich darauf zurückziehen, als Systemzentrale zu sagen, naja, der Franchise-Nehmer ist selbstständiger Unternehmer und muss als solcher natürlich selber die Vorschriften einhalten. Das gilt natürlich für die Steuergesetze genauso wie für das Datenschutzrecht. Also könnte man jetzt Schritt 1 sagen, ja, ist mir doch egal, soll sich der Franchise-Nehmer drum kümmern. Das kann aber ja natürlich nicht das Ergebnis sein, das ist ja auch ganz klar. Auch wenn es natürlich rechtlich aus Sicht des Franchise-Nehmers genauso ist. Also ich als Franchise-Nehmer muss natürlich schauen, dass ich die Datenschutzvorschriften einhalte. Und der zweite Schritt ist dann, wo kommt diese Einhaltung her, wie stelle ich das an? Und da muss man sagen, also das jetzt klang in der Frage natürlich an, dass offenbar gemeinsam die Daten, also jetzt untechnisch gemeinsam die Daten verarbeitet wurden, also dass diese Kundendaten eben auch irgendwie beim Franchise-Geber landen. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich, das sind ja die verschiedensten Konstellationen denkbar. Und deswegen sagte ich, das kommt drauf an, denn wenn jetzt die Daten einfach nur zu statistischen Zwecken oder sonst was an den Franchise-Geber weitergegeben werden, dann ist es natürlich erforderlich, dass der Kunde dort einwilligt. Also wenn es nicht erforderlich ist, um den Vertrag, den der Franchise-Nehmer mit dem einzelnen Kunden schließt, zu erfüllen. Das wäre ja auch denkbar, beispielsweise in großen Maklersystemen oder so, wo der Franchise-Partner vielleicht nur die Verbindung zwischen der Systemzentrale und dem Kunden herstellt. Da wäre der Vertrag ja gar nicht denkbar, ohne die Daten zu erheben und weiterzugeben. Aber das muss man sich eben dann im Einzelfall anschauen. Wir hatten aber in dem letzten Gespräch wurde ja schon mal besprochen, dass man immer eine Rechtfertigung für die Datennutzung braucht. Und das kann die Einwilligung sein, das kann das Interesse sein oder eben die Erforderlichkeit zur Vertragsdurchführung. Und damit, je nachdem, welchen Weg wir hier einschlagen, kommen wir dann zu der Frage, reicht es, wenn ich das bei den AGB einfach irgendwie mit dran hefte oder nicht? Wenn ich die Einwilligung benötige, dann ist ja schon relativ klar, dann brauche ich eine ausdrückliche Einwilligung. Das heißt, es genügt nicht, einfach irgendwie ein Formblatt beizufügen. Wenn ich sage, ich benötige die Daten aber, um den Vertrag durchzuführen,
dann sind wir nur noch in Anführungszeichen bei den Transparenzpflichten. Das heißt, ich muss dann zumindest bei Erhebung der Daten, das kann ja unter Umständen schon vor Vertragsabschluss sein, muss ich auf die Art und Weise der Datenverarbeitung hinweisen. Ich habe gerade die Frage nochmal hier intern in den Chat gestellt. Habt ihr beiden noch etwas, nachdem ihr es vielleicht gesehen habt, gerade, dass ihr hinzufügen möchtet? Thorsten, Matthias? Also ich habe hier auch zwischen den Zeilen nochmal rausgelesen, der Franchise-Partner hat keine eigene Webseite, sondern nur der Systempartner, also die Systemzentrale. Das ist dann tatsächlich ja auch so, dass dann der Franchise-Partner nicht nochmal für seine nicht vorhandene Webseite eine Datenschutzerklärung bräuchte, aber er müsste natürlich seine Vertragspartner, also sprich den Endkunden zum Beispiel, dann schon darauf hinweisen, wie er seine Daten erhebt oder die dann auch verarbeitet. Ja. Das kann dann aber auch auf andere Art und Weise passieren. Das muss sich nicht zwingend über eine Webseite passieren dann. Ne? Wie würdest du das handhaben? Hast du da was vor Augen? Ja, also was man ja häufig zugeschickt bekommen hat, so in den letzten Wochen, waren ja dann mehr oder weniger geglückte Rundschreiben, die dann besorgte Unternehmen dann ihren Kunden ausgeschickt haben. Mehr oder weniger glücklich deswegen, weil manchmal auch aus irgendeinem Grund oder aus einem nicht nachvollziehbaren Grund eine Einwilligung eingefordert wurde für eine ganz andere Rechtsgrundlage, nämlich zum Beispiel, dass die Daten auf Basis von einer vertraglichen Verpflichtung verarbeitet werden müssen. Ja, also da sollte man schon sehr aufpassen. Was sich zum Beispiel als zweckmäßig gezeigt hat, ist, dass man auch in der E-Mail-Kommunikation im E-Mail-Footer zum Beispiel auf eine spezielle, nicht von Google indizierte Webseite hinweist, also eine einzelne Seite, und die kann dann zum Beispiel heißen Grundsätze der Datenverarbeitung bei Firma XY. Und da wird dargestellt, was passiert, wenn Daten zum Beispiel aufgrund von vertraglichen oder vorvertraglichen Pflichten erhoben und verarbeitet werden. Das wäre eigentlich eine ziemlich elegante Möglichkeit, und dann hat man nämlich diese Informationspflichten schon geleistet, also dem Genüge getan. Ja, das. Okay, super, danke. Matthias, soweit alles d'accord oder möchtest du etwas hinzufügen? Nur ganz kurz nochmal verstärken. Also das, was ich hier lese, bedeutet eben, dass das Thema Einwilligung an der Fragestellung komplett vorbeigegangen ist. Denn zumindest für den Fragesteller ganz klarer Hinweis, es reicht auf gar keinen Fall, einfach zu denken, wir kriegen das in den AGBs schon irgendwie mit abgefrühstückt bei den Franchise-Nehmern, weil es eben durchaus passieren kann. Das muss geprüft werden von einem Datenschutzmenschen, ob nicht eine Einwilligung vorliegt, weil bei einer Einwilligung wäre das mit den AGBs auf jeden Fall schlichtweg falsch platziert. Okay. Genau, vielleicht da, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, denn jetzt, wo ich die Frage auch vor Augen habe, da muss man schon auch schauen, also man muss unterscheiden zwischen einer Datenschutzerklärung im Sinne von ich, Verantwortlicher, erkläre, was ich mit den Daten mache, und einer datenschutzrechtlichen Einwilligung im Sinne von dem Betroffenen, der Kunde oder was auch immer, erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Daten in einer bestimmten Weise verarbeitet werden. Da muss man wirklich unterscheiden. Das wird häufig auch so ein bisschen durcheinander geworfen, dass man eigentlich von einer datenschutzrechtlichen Einwilligung spricht, es aber Datenschutzerklärung nennt und umgekehrt. Also das wäre sozusagen ganz grundsätzlich nochmal zu klären. Man kann auch nicht umgekehrt hingehen und sagen, ich hole mir immer eine Einwilligung ein, selbst wenn ich es für die Vertragsdurchführung brauche, immer im Zweifel mit Opt-in eine Einwilligung, weil dann muss man sich immer die Frage stellen, was passiert denn, wenn der Kunde widerruft? Also um jetzt mal das Beispiel mit dem Heizungsinstallateur nochmal aufzugreifen. Wenn ich jetzt sage, okay, der willigt ein, dass ich seine Adresse speichere, um dort dann die Heizung zu installieren, und zwei Tage bevor ich den Auftrag ausführen will, widerruft er oder so. Also das ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Beispiel, aber es soll verdeutlichen, Einwilligung nur dann, wenn es keine andere Rechtfertigung gibt. Das vielleicht noch als Ergänzung dazu.
Okay. In deiner ersten Antwort klang es schon durch, dass nicht selten der Franchise-Geber, aus welchem Grund auch immer, Zugriff auf Daten des Franchise-Nehmers bzw. seiner Kunden bekommt, beispielsweise zur Auswertung, KPIs, statistische Auswertung oder ähnliche Erfolgsmessungsanlässe. Es gibt aber in Sicherheit auch andere Gründe. Was muss die Systemzentrale denn beachten, gemeinsam mit ihren Franchise-Partnern, wenn es darum geht, gemeinsam Software zu nutzen? Also sei es eine gemeinsame Buchhaltungssoftware, Steuerauswertung oder CRM-Systeme, teilweise sogar Warenwirtschaftssysteme und Ähnlichem, wobei ich nicht genau mir sicher bin, ob da viele personenbezogene Daten drin zu finden wären. Aber so mal ganz allgemein gesprochen, worauf muss man da achten, wenn man gemeinsam Software nutzt, wo Daten der Kunden eines Franchise-Nehmers reinfließen? Wann ist es zulässig, dass das zur Systemzentrale rüberfließt? Und wo sind neuerdings vielleicht Grenzen, die es vorher so nicht gab? Und daran schließt sich natürlich die Frage an, wie gehe ich denn damit um? Muss ich alles neu programmieren? Ihr seid frei zu antworten, wer sich gerade berufen fühlt. Vielleicht ganz kurz zur rechtlichen Seite. In aller Kürze, also das Wichtigste kann man im Prinzip sagen, wir brauchen immer eine Rechtfertigung. Und was muss ich beachten? Ich muss die Verantwortlichkeiten klären. Wir hatten ja eben schon gesagt, als Rechtfertigung kommt in Betracht, dass es eben zur Vertragsdurchführung erforderlich ist. Das war jetzt in dem Beispiel zur statistischen Auswertung eher nicht der Fall. Also da ist es ja nicht, da ist ja nicht erforderlich. Also beispielsweise, wenn ich im Einzelhandel bin und irgendwie dort personenbezogene Daten abgefragt werden, dann ist das ja nicht erforderlich, um dem Kunden die Ware zu verkaufen. Also fällt das als Rechtfertigung dann letztlich weg, sodass man dann noch überlegen muss, ist es im überwiegenden Interesse oder brauche ich eben diese Einwilligung? Und dann ist die zweite Frage natürlich, wer ist der Verantwortliche? Ist der Franchise-Geber der Verantwortliche? Also bestimmt der den Zweck der Daten, wie das vielleicht bei einem Kundenkartensystem ist? Oder ist eigentlich der Franchise-Nehmer der Verantwortliche? Oder haben wir eine gemeinsame Verantwortlichkeit? Aber danach ist da jeweils zu differenzieren. Und deswegen der erste Schritt in rechtlicher Sicht ist erstmal die Frage der Verantwortlichkeit zu klären. Okay. Matthias, ich weiß, dass einer deiner Mandanten sehr fleißige Programmierer hat, die genau an dieser Stelle ansetzen dürfen. Magst du ein bisschen die Rahmengeschichte drumherum erzählen, so im Zuge deiner Antwort? Also der Andreas Frings hat schon eigentlich das richtige Stichwort geliefert. Auch hier gibt es ein neues Instrument in der Datenschutzgrundverordnung. Das ist die sogenannte gemeinsame Verantwortung. Das gab es früher auch nicht. Das heißt, es ist jetzt zulässig, dass zwei, die sich verantwortlich fühlen, und das wäre zum Beispiel bei einer gemeinsamen Softwarenutzung zu unterschiedlichen Zwecken, wäre das ja so, dass die eben jetzt ein Regelwerk haben in der DSGVO, wie sie das machen dürfen. Das heißt also, der Franchise-Geber und der Franchise-Nehmer, die erklären einfach, jetzt mal vereinfacht gesprochen, in einem Dokument, der Nehmer ist für das zuständig, der Geber ist für jenes zuständig. Also beispielsweise der Nehmer ist dafür zuständig, dass der Auftrag abgewickelt wird, die Kundendaten, die Abrechnung, dass das alles funktioniert. Und der Geber ist beispielsweise für die Qualitätssicherung zuständig oder für die Ermittlung von bestimmten Gruppen-KPIs. Und wenn diese gemeinsame Verantwortung, die sie ja sozusagen über diesen Datenraum, der in der Software abgebildet wird, haben, wenn das in einer gemeinsamen Vereinbarung und der dazugehörigen Vertragskonstruktion niedergeschrieben ist und das dem Kunden auf die richtige Art erklärt wird, dann ist es zulässig. Also es ist nicht verboten, wir müssen nichts umprogrammieren, sondern an der Stelle ist eigentlich die DSGVO nur, steht auf dem Standpunkt, der Betroffene, dessen Daten hier gemeinsam verantwortet werden, der muss nur im Zweifel eben feststellen können, wer von den beiden, die gemeinsam verantwortlich sind, ist denn für welchen Teil verantwortlich. Und deswegen ist es ein erhöhtes Dokumentationsthema, heißt aber nicht, dass man alles umprogrammieren müsste, sondern dass es ein einmaliger Aufwand, der auch in der Regel mit einem Anwalt zusammen gemacht werden muss, um diesen Vertrag zur gemeinsamen Verarbeitung aufzusetzen zwischen Geber und Nehmer. Und die entsprechenden Informationsdokumente für den Endkunden passend zu machen, ist aber auf jeden Fall eine machbare Sache und kommt, glaube ich, immer mehr in Mode, weil sich jetzt erst langsam rumspricht, dass das ein Instrument ist, was in dem Datenschutz jetzt genutzt werden kann. Früher gab es das eben nicht. Okay.
Thorsten, möchtest du noch was ergänzen zu dem Thema? Oder? Ja, also ich habe hier vielleicht noch das Stichwort Mandantentrennung, was man anführen könnte. Das ist dann auch in Richtung technisch-organisatorische Maßnahme. Das ist zumindest was auch softwareseitig gewährleistet sein sollte, dass es nicht möglich ist, dass die einzelnen Mandanten, also in dem Fall würde ich jetzt einen Franchise-Nehmer als Mandanten bezeichnen, dass die dann zum Beispiel auf Daten von einem anderen zurückgreifen können. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ob das jetzt speziell im Franchise-Kontext manchmal sogar so gewollt ist, aber so wie ich das sehe, ist es wahrscheinlich eher so, dass die Franchise-Zentrale, dass der Franchise-Geber dann im Zweifel auf selektiv auf Daten oder vielleicht auf KPIs oder sowas zugreifen kann, aber ansonsten der Mandant vom Franchise-Nehmer in sich gekapselt ist dann. Ne? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt vielleicht noch als Ergänzung. Also diese gemeinsame Verantwortlichkeit, das ist insbesondere dann interessant, wenn es eben wirklich nur Franchise-Geber und ein Franchise-Nehmer Zugriff auf die Daten hat. Es wäre auch denkbar, dass man breiter streut und also weil beispielsweise die Kunden die Möglichkeit haben, in verschiedenen, wenn man jetzt im Einzelhandel ist, in verschiedenen Läden, bei verschiedenen Franchise-Nehmern einzukaufen und dort die Daten wiederzufinden oder so. Aber diese gemeinsame Verantwortlichkeit in der Tat muss dann sichergestellt sein. Das wäre ja in der Vereinbarung geregelt, von der Matthias sprach, dass eben der Franchise-Nehmer und der Franchise-Geber Zugriff in der jeweiligen Form auf die Daten haben, aber eben nicht, das sagt noch nicht, dass auch dann der Franchise-Nehmer 2 diese Daten verarbeiten darf. Ganz genau. Da hätte ich noch eine Ergänzung, also wie die Programmierer, von denen du sprachst, Steffen, die Fleißigen, wie die das lösen können. Man kann natürlich dieses ganze GVO-Thema ein Stück aushebeln, indem man sagt, ich nehme einfach den Personenbezug weg. Das heißt also, die Systemzentrale kann natürlich überprüfen, ob sie tatsächlich zu einem Kunden den Namen und die personenbezogenen Daten braucht oder ob sie nicht eigentlich eher an den Bewegungsdaten interessiert ist und würde dann softwaretechnisch eine Anonymisierung vornehmen oder vielleicht auch nur eine Aggregierung der Daten zu Kundengruppen, also so, dass quasi auf der Systemebene, also auf der Franchise-Geber-Ebene, gar nicht mehr der Personenbezug da wäre und die Software automatisch sozusagen für alle die systemzentralen Mitarbeiter, die reingucken ins System, quasi den Personenbezug per Software schon rausregelt. Auch das ist ein zulässiges Instrument, um quasi die unterschiedlichen Zwecke in einer Software angemessen abzubilden. Okay, super. Das war doch eine wunderbare Antwort. Ich glaube, dass man da wirklich handwerklich dann ansetzen kann und auch die Programmierer damit dann was anfangen können, beziehungsweise derjenige, der das Ganze zuvor konzeptioniert. Ich merke, dass die Zeit fortgeschritten ist. Wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Wir werden, denke ich, ein wenig überziehen. Das ist aber nicht weiter dramatisch, denn mein Vorschlag wäre, dass wir einfach hier uns weiter, vor allem durch die Fragen, die uns durch Anja noch erreicht haben, durcharbeiten werden und wir das Ganze einfach im Nachgang in der Aufzeichnung etwas verdaulicher aufteilen auf zwei Sequenzen. Das heißt also, an der Stelle würde ich mich jetzt bei euch schon mal bedanken für diesen ersten Teil, den wir gerade eingeläutet haben, mit dem bisherigen Schwerpunkt und allen Zuhörern, Zuschauern eine gute und erfolgreiche Zeit, vielleicht auch im Bereich des Datenschutzes wünschen.